Einen wunderschönen Tag, guten zurück. Okay, ach so. Ah ja, okay, klar, kann man mal machen als Slowakei. Ja, wird bestimmt funktionieren. Ich kann hauptsächlich die Niederlande den Krieg erklären. Curacao. Nee, lass mal. Kein Bock drauf. Aktuell. Ah, legendäres Bulgarien gibt's auch noch. Ist aber eigenes Bündnis bei den Groß... Achso, stimmt, die Großostasiaten. Aha. Ah, die gibt's ja noch. Das Gute ist, die Sowjets sind mit der halben Welt... Also das ist eigentlich für uns super, ne? Die Sowjets haben relativ große Probleme. Ihr seid aber so richtige Geier, ne? Jetzt hat... So. Jedenfalls. Genau, wir haben auf alle Fälle den Russen den Krieg erklärt. Und da die auch einen Krieg sind mit den anderen, wird es denen sicherlich nicht so einfach fallen, gegen die gesamte Welt zu gewinnen. Wenn wir es doch ein Embargo gemacht haben gegen die Kollegen aus Russland. Malta möchte ich nicht befestigen. Ach, lol, das haben wir sogar als Schwerpunkt. Marionette. Wäre, glaube ich, eigentlich fast etwas besser, oder? Ach egal, wir machen die eh zu, wir machen die eh kaputt. Es geht darum, alles blau zu machen. Ist egal, komm, scheiß drauf. Brech ab, lass sein. Will ich nicht, mag ich nicht, brauche ich nicht. Was ist denn das? Was bringt denn das, die Tizard-Mission? Die Tizard-Mission. Möchte dir gerne eine Delegation leiten, die ein Abkommen über den Austausch von Technologien, ah. Technologien an sich ja eigentlich immer gut, ne? Ah ja, aus Asien, Singapur und so befestigen und verteidigen, das ist erstmal gut. Sind eigentlich unsere Truppen schon alle in Position? Das ist die eine Armeegruppe. Das ist die andere Armeegruppe. Pläne sind auf alle Fälle gesetzt. Luftwaffe haben wir nicht so viel. Also die Luftwaffe, die wir haben, die unterstützt ja alles. Bisschen aufteilen. Bisschen dorthin. Bisschen dorthin. Switch, switch. Ja, Luftwaffe ist nicht so unser. Muss ich persönlich gestehen. Können auch nicht diese Ölkapazitäten aufbringen, die ich gern hätte. Auch wenn wir jetzt hier in Anführungsstrichen die Ölregion erobert haben. Können wir die nicht komplett ausschöpfen, quasi, die Ölvorräte. Können zumindest mal das Ganze nochmal ausbauen. Das erhöht dann ein bisschen das Ölvorkommen, aber auch nicht so krass. Aber, ja, das ist jetzt das Einzige, was wir gerade machen können hier. Ich bin immer noch ein bisschen wirklich schockiert auch. Muss ich wirklich sagen, ich bin immer noch ein bisschen schockiert auch über die Dreistigkeit von Paradox Interactive. Ich würde fast vergessen, mich drüber aufzuregen. Einfach herzugehen und dann zu sagen, okay, ihr seid dann quasi, ihr habt quasi Core-Staaten auf alles, außer auf Indien. Und der Grund dafür ist ganz einfach, ich weiß den Grund, jeder weiß den Grund. Der Grund ist nicht, um den Singleplayer zu balancen. Der Grund dafür ist einfach mal wieder und auch wirklich nur der Multiplayer. Damit im Multiplayer nicht ein Britannien-Spieler hergeht, direkt das Ganze rusht. Und dann quasi eine unbesiegbare Supernation ist. Das ist der einzige Grund. Weil was ist denn das für eine Logik? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das macht absolut null Sinn. Ja, dass du hergehst und sagst, okay, wir schließen uns alle zusammen. Wir alle schließen uns zusammen. Wir werden eine große, starke Nation. Und dann hast du mit einem Schlag, hast du Core-Gebiete auf alles. Ja, du hast auf alles. Ich weiß nicht, ob wir da Core-Gebiete drauf haben, ehrlich, um ehrlich zu sein. Ja, das ist auch nur besetzter Staat. Was aber interesting ist, weil eigentlich hätte das auch... Ah, wahrscheinlich wegen den Ressourcen. Weil wir haben sogar die vollen Ressourcen. Nee, nicht ganz, aber... Naja, auch nicht. Nee, uns fehlt auch Ressourcen. Das könnte der Grund sein wegen den Ressourcen. Hier hat man keinen Core-States wegen Ressourcen gegeben und hier hat man keinen Core-States wegen der Manpower gegeben. Weil, warum machst du dann das hier zu Core-States? Warum machst du dann das hier zu Core-States? Warum machst du Kanada zu Core-States? Ne? Wisst ihr, was ich meine? So, warum ist das alles Core-State? Und dann die eine Provinz mit den ganzen Ressourcen ist kein Core-State und das Land mit den ganzen Bevölkerung, mit der ganzen Bevölkerung ist auch kein Core-State. Wisst ihr? Ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Indien
generell diesen 70% weniger rekrutierbare Bevölkerungsmalus hat, ne? Das ist alles nur, ich meine, klar, auf der einen Seite auch irgendwo busy historisch, aber auf der anderen Seite geht es hier einfach nur um Multiplayer-Balancing. Und ich finde es immer schade, ich würde mich halt sehr freuen, wenn das einfach mal unterteilt werden könnte in Multiplayer und Singleplayer ein bisschen, dass man sagt, okay, klar, Multiplayer müssen wir balancen, dass da nicht irgendwie durch bestimmte Ereignisse Supernationen entstehen. Aber warum muss ich im Singleplayer so krass aufs Spiel, auf den Spielverlauf eingreifen, ne? Verstehe ich nicht. Russland hat auch seine 20, 30 Millionen Manpower. China komplett, wenn die alles erobern und vereinen und den Fokusbäume durchballern, haben die auch 20, 30 Millionen Manpower. United States ist sowieso immer ein Powerhouse. So, warum verweigert man Großbritannien und Indien diese Möglichkeit? Meinetwegen gibt den Armeeboni, die die über lange Umwege abbauen müssen oder so, aber der Rassismus, der hier vorherrscht, das ist bedrohlich und beängstigend. Aber gut. Wir sind schon 5%, müssen auf 10% hoch. Ah, okay. Ja, gut. Auf dem Papier hat das besser funktioniert. Die haben gar keinen Job hier. Gut, das ist ja meine australische Verteidigungsforsch. Die kasubische Kommune. Na, jetzt habe ich aber Angst. Also Sowjetunion. Ich gucke mal, was die aktuellen Kriegsverläufe anschauen. Ja, wir sind immer noch deutlich überlegen. Auch wenn die hier hunderte Divisionen haben, aber mit unseren Freunden zusammen, vor allem langfristig, ja, alle schließen sich erst die Nation alle an hier. 9,88. Ich sehe gar nicht unsere gesamte Manpower, weil die Chinesen gar nicht richtig mit drin sind, aber wir sind jetzt mindestens bei 10 Millionen. Werden die jetzt hier natürlich alles reinrufen, was sie reinrufen können, diese kleinen Angsthasen. Hier sind wir durch, hier sind wir durch. Technik sind wir auch schon fast durch. Es ist erst 1944, es geht eigentlich relativ schnell. Alles in allem. Aber ich greife hier nicht an. Oder? Doch, komm, wir machen mal eine Testoffensive. Ich möchte mal kurz wissen, wie es hier ausschaut gerade. Wir machen mal einen Test. Und mit Test meine ich Test. Nicht defensiv, sondern aggressiv. All or nothing. Niederlande und Belgien, uns haben sich noch gar nicht angeschlossen. Das ist der Dank dafür, dass es mir den Truppen gibt, weißt du? So, die schließen sich nicht an. Feiges Volk, ey. Die rufen alle rein und meine Verbündeten machen nichts. Demokratie wird gegenüber, für Belgien verbündet gegenüber der Sowjetunion. Das ist für ein Blödsinn, ihr seid nicht verbündet miteinander. Mongolei, schau, die schließen sich denen alle an und uns schließt sich keiner an. Das ist wieder Gerechtigkeit. Gut, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ja. Geben die, machen die alle manuell dorthin. Geht's einfach mal davon aus, dass die Russen nicht genug. Ja, das sieht schon besser aus. So. Dann versuchen wir die hier erstmal einzukesseln dort unten. Mit einer klassischen Scherenbewegung. Weimar können wir noch mit angreifen. Da können wir nicht. Können wir nicht. Scheiße, stimmt. Geht ja gar nicht. Nachdem Niederlande und Belgien einen auf Angsthasen machen. Das ist umkämpft. Nun denn. Ich habe zwar nicht viel Truppen, aber die, die ich habe, die kann ich einsetzen. Ich habe auf alle Fälle viele Jäger. Marinebomber. Okay, okay. Wo sind denn meine Jäger? Warum überhaupt Jäger? Das ist so unübersichtlich. Hier mal eine Filterfunktion einzubauen, da würde ich ja echt einiges für geben. Okay, da sind die Jäger. Jäger 2. Schwere Jäger bauen wir noch gar nicht, ne? Ne. Sollten unsere Produktion da mal ein bisschen überdenken, glaube ich fast. Ah! Zu viel! Zu viel, zu viel. Dort mit hin. Dort mit hin, dort mit hin. Da oben, hier. Hallo? Jetzt hat. Dankeschön. So, und jetzt dann einmal dorthin beide. Ah ja. Beide Seiten machen hier ernst. Mal kurz gucken, wie es mit den Flugzeugforschern ausschaut gerade. Ja, scheiße. Wir haben zwar schwere Jäger erforscht, aber ich baue sie nicht. Verbesserte Packs.
Wie schaut es mit denen aus? Haben wir genug auf Lager? Können wir Produktion komplett einstellen? Da sind doch schwere Jäger! Du scheiß Opfer! Also ich selber. Sogar auf MK4 gehen. Warum sehe ich denn die nicht? Schau, das ist immer der Scheiß mit diesem Kackrotz, Alter. Dass du nie siehst, was du hast. Weil die scheiß Ausrüstung mal deinen ganzen scheiß Slots belegt. Kannst du den Scheiß da wegmachen? Schau ich das mal an, also diese ganzen Rotzflugzeuge. Aber wir brauchen das alles. Das brauchst du alles nicht. So. Sorry, dass ich mich jetzt schon wieder so aufrege, aber ich krieg da mal einen Koller, ey. Mal den ganzen Scheiß an, ey. Irgendwelche letzten zurückgebliebenen Bambusnationen mir ihre Flugzeuge geben. Ich will die nicht. Schaut euch das bitte an. Schaut euch das mal an. Nein, da sollst du dich nicht aufregen. Da sollst du wieder nett und freundlich bleiben, ne? War doch auch so blöd. Warte mal kurz. Ganz andere Sache. Wartet mal. Habe ich Puppets noch? Ich habe zum Beispiel Österreich. Was auf Österreich? Österreich, wir sind nur Freunde. Ich habe doch gesehen. Leibpacht. Flugzeuge. Konnte man da nicht alles machen? Ach Gott, ey. So, jetzt hat doch. Okay, pass auf. So. Ich gebe denen jetzt einfach alles, was wir im Lager haben. Und diesen ganzen Scheiß, den wir nicht brauchen. Außer das Zeug, was wir produzieren. Das gebe ich denen nicht. Dafür geben wir auf einmalig. Und dann das hier. Das ist übrigens DLC-Feature. Das bauen wir auch alles. Das bauen wir nicht. Die Amis haben ja auch Sachen gegeben. Das ist ein bisschen umständlich noch. Oh Gott. Nicht mehrfach. Einmal nur. Einmalig dahin. C310. 2, 3. Achso, nee, ich muss die echt alle einzeln anklicken. Oh Gott, Leute. Da könnt ihr mal sehen, was ich hier alles für Scheiße habe. Schau ich das mal an? Habe ich, glaube ich, irgendwas Falsches angeklickt ganz unten. Oder? Ne, habe ich nicht. Okay. Das kannst du dann wirklich überall. Gut, ich meine, geht dann relativ schnell jetzt. Wenn man es dann angeklickt hat. Wichtig ist nur, dass man nicht außersehen auf das Plus klickt, sondern wirklich nur auf. Wenn ich auf dieses Plus klicke, dann mache ich es falsch. Dann schicke ich natürlich zu wenig. Ist aber sehr verlockend, ne? Ihr merkt das schon. Ich zucke da immer die ganze Zeit hin. Könnte man rausschneiden. Mache ich aber nicht, um euch auf den Sack zu gehen, damit ihr mal seht, was das für eine Arbeit ist hier eigentlich alles. Könntet ihr auch einfach löschen, wäre deutlich einfacher. Mache ich aber nicht. Denn Österreich kann dann natürlich. Zum einen senke ich die Autonomie der Österreicher massiv. Hätte es auch einfach Belgien oder Niederlande geben können. Hätten die sich dann sogar diesem Krieg angeschlossen. Wahrscheinlich nicht. Die werden sich noch langfristig anschließen. Wann das der Fall ist, müssen wir gucken. Sind wir jetzt hier mal durch? Hallo? Echt zu viele gewesen? Bestes Feature übrigens. Das ist neu reingekommen, glaube ich, dass man hier die einfach das, was man im Lager hat, schicken kann. Plupp. Achso, das war nur eins, deswegen war das automatisch alles, was im Lager ist. Ich auf einmalig gehe. So, jetzt sind wir fertig. Okay, minus 111 Autonomie. Und ich habe jetzt diese ganzen scheiß Flugzeuge los, hoffe ich. Auf dem Papier mal. Kurz gucken. Österreich wird jetzt hoffentlich dann meine Flugzeuge gleich gut einsetzen. So, jetzt schauen wir mal. Ah, schon besser. Geil. Geil! Weitere 800, die schicken wir mal dort drüben mit hin. Ihr seht ja, dass diese Buben nichts Gutes vorhaben. Diese russischen Buben. Okay, schwere Jäger. Das kostet halt leider auch Manpower. Das ist halt auch das andere Problem. So, ist nicht so, als ob das jetzt hier einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Man schickt das Zeug dahin und dann ist wieder alles in beste Ordnung. Nee, also... Das mit der Manpower ist und bleibt trotzdem ein relativ großes Problem. Ich bin sogar echt am Überlegen gerade. Bin ich wirklich? Dass wir vielleicht hergehen. Na gut, natürlich, klar. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Russland.
Lass unsere Spionagenetzwerke hier aufbauen. Schicken natürlich auch amerikanische Agenten hin, dass die Russen glauben, dass das die Amerikaner sind. Können die eigentlich die Amerikaner beschuldigen und tun da die Atomwaffen hinschmeißen. So, das Ding ist, ich überlege jetzt halt, ob wir Switcheroo machen. Und zwar Switcheroo in der Luft, nicht in der Luft, in der Landdoktrin. Weg davon, weil das relativ nice war natürlich am Anfang zum Verteidigen. Jetzt brauchen wir es aber nicht mehr. Ich glaube, es wäre vielleicht dann doch besser, wenn wir A, hier hingehen. Oder B, hier hingehen. Weil wir dann halt hier unten nochmal 5% rekrutierbare Bevölkerung bekommen. Einfach deswegen, darum geht es mir eigentlich. Aber was andere wäre mobile Kriegsführung. Das würde uns halt nochmal auch 5% geben. Ja. Verzögern. Elastische Verteidigung. Das ist alles okay. Das ist halt relativ defensiv, was auch nicht so schlecht ist. Ich glaube, wir gehen darauf kommen. Egal. Pass auf. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nur bei den Armeekorps, ob ich da was freischalten kann, was die Kosten verringert für... nee. Landdoktrin kosten minus 5%. Statt 100 dann quasi nur 95. Ist jetzt nicht so krass viel. Armeeberater kosten minus 75. Mhm. Geschwindigkeit, das ist ganz nice. Nachschubbedarf, das ist auch ganz cool. Ist aber auch nicht. Es ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Was haben wir denn sonst noch? Hier irgendeinen coolen Berater, der uns die... Ja, hier, er ist schon besser. Landdoktrin kostet minus 10%, aber dafür brauchen wir Punkte. Nehmen wir ihn rein. Minus 10%. Könnten wir hier irgendwas mit Verringerung der Landdoktrinkosten machen? Denke fast nicht. Was? Uranabbau-Konzession? Okay, gut, gerne. Baut ab, was ihr wollt. Ist mir doch wurscht. So, wir machen hier trotzdem kurz nebenbei weiter. Wir haben jetzt so viele Einheiten hier eigentlich. Ja, so viele Flugzeuge. Ja, schau dich das bitte an. Unsere Luftwaffe zerschreddert die Russen hier. Das ist sehr nice. Und das wird doch mal... Okay, Belgien ist... Hä? Okay, jetzt haben sie gar keinen Bock mehr. Warum? Wieso? Weshalb? Geht es jetzt auf einmal über Belgien? Stehe ich jetzt nicht ganz, um ehrlich zu sein. Die brauchen wir übrigens gar nicht so tryharden, weil... Ihr habt keine Luftwaffe. Oh, schau, wir haben sogar Truppen eingekesselt. Jetzt kann ich die aber nicht angreifen. Hä, was ist denn das für eine Logik jetzt? Was war das gerade, bitte? Also, falls mir das einer erklären kann, was es war, wäre ich mir sehr, sehr dankbar. Ich check's nämlich gerade überhaupt nicht, was hier gerade geschehen ist. Ich hab keine Ahnung. Die Hawker Tempest. Ja, fürs Protokoll, ne? Weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber... Wir werden da gerade ein bisschen überlaufen. Fürs Protokoll. Wollte ich nur mal gesagt haben. Weiß nicht, ob das jemanden juckt. Das nur so rein Interesse halber. So, die Hälfte davon müsste eigentlich reichen. Am Anfang klappt nicht so, aber sobald dann die Flugzeuge richtig reinballern und hier massiven Schaden machen, ne, wir greifen mit nur 3 Divisionen an, ist es komplett rot, dürfte nie funktionieren, wird auch nie funktionieren normalerweise, aber mit dieser unnormalen Luftüberlegenheit, boah, was wird den Schaden reinballern? Was wird den Schaden machen? Geil. Luftüberlegenheit über alles. Hallo, hey, kein Scheiß jetzt hier. Müssen wir nur kurz ihn rein für minus 10% Landdoktrinkosten, damit wir jetzt dann unseren eigentlichen Plan durchführen können. Und zwar ihn hier. 1, 2, 3. Dann gehen wir jetzt den rechten Weg. 1, 2, 3. So. Und dann brauchen wir nur noch einen. Und dann können wir direkt die 5% extra mitnehmen. Das ist halt geil. Du kannst das alles so problemlos machen. Du kannst einfach deinen kompletten Doktrin mit einem Schlag ändern. Wieso greifen die uns an, aber ich kann die nicht angreifen? Das ist doch rassistisch. Boah, schaut euch den Schaden hier an. Ich feiere das hart.
Greifen wir auch nochmal Leipzig gleich mit an. Einfach die Front ein bisschen weiter strecken. Weil diese Luftüberlegenheit, die wir halt einfach haben, das ist so geil. Vor allem gibt uns... Wir haben auch so viel Armee-Erfahrung am Tag. 0,36. Was? You will never kill me alive. Errungenschaft. Das ist... You have one of your spies take a suicide pill. Oh. Ich glaube, einer meiner Spione ist tot. Ah ja, passiert. Schade eigentlich. War wahrscheinlich der Amerikaner. Die Russen haben einen relativ großen Hass auf Amerikaner. Äthiopien hat kapituliert, echt? Okay. Ich kriege auch gar nichts mit in Afrika. Afrika juckt mich ja überhaupt nicht. Die Russen werden auch niemals langfristig in der Lage sein, diese ganzen Fronten abzudecken. Nie, ever, ever. Marinedoktrin. Hätte ich sowas auch für Infanterie gehabt eigentlich? I don't know. Albanien hat kapituliert. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut. Sehr schön. Also eine kommunistische Bastion nach der anderen nimmt einen Abgang. Oder macht einen Abgang. Und wir werden bald keine Manpower-Probleme mehr haben. Das ist das Erfreulichste. Und jetzt haben wir es natürlich geschafft, die einzukesseln. Logischerweise. Die kurz weg. Das wird schon die Verluste wieder so richtig schön hochballern. Sehr schön. Das machen wir jetzt immer wieder. Unsere Luftwaffe so hinschicken, dass wir da problemlos einen nach dem anderen einkesseln können und die russische Armee immer weiter und immer weiter dezimieren. Jäger machen wir mal nicht. Taktische Bomber, strategische Bomber, habe ich gerade auch kein großes Interesse dran. Gehen wir lieber ein bisschen weiter auf Panzerforschung nebenbei. Verluste Russlands aktuell bei 458.000. Das ist nicht schlecht. Wird aber gleich deutlich höher sein. Spoiler. Spoiler Alert. Habe ich hier... Doch, hier haben wir auch Luftüberlegenheit. Weil die meiste haben wir hier. Switcheroo machen. Nee, es ist wichtig, dass wir beide Lufträume abdecken. Scheiße. Da musst du wirklich beide Lufträume perfekt abdecken, weil es ist hier genau über zwei Lufträume aufgesplittet. Colonist... Ori Sturm hat den abgeschossen, The Colonist. Das war ein sowjetischer Pilot. Ich habe erst überlegt, so, was wollen die jetzt mit Kolonisten so, hä? Seit wann gibt es hier Kolonisten in dem Spiel, aber ne. Alles logisch, klar. Ja, ja, rennt weg. Das sind einfach wieder mal ein schöner Batzen russische Division, die hier dann gleich sterben werden. Die Franzosen hier mit einer fetten NI. Verbündet, verbündet, bedroht. Demokratie wird in einen Angriffskrieg gerufen. Das ist das Hauptproblem, was sie haben, dass sie keinen Bock haben, uns zu unterstützen bei einem Angriffskrieg. Wenn ich die einfach selber angreife, so zur Strafe dafür, dass sie mich nicht unterstützen, rein interessehalber, könnte man natürlich auch mal machen. Ich das eigentlich relativ frech finde, mich nicht zu unterstützen. Und diesem verzweifelten Krieg um die Demokratie. Es ist ja nicht so, als ob ich das hier mache, um meine eigenen Gebiete zu erweitern. Darum, es geht hier einzig und alleine um die Demokratie. Das müssen sie akzeptieren. Das müssen sie lernen. Oh, da sind einfach 200.000 Mann gestorben. Schön. Warum kümmert sich jetzt keiner um Erfurt? Können das einfach nicht angreifen. Das geht einfach nicht. Wir müssen hier quasi Kontrolle anfragen von Belgien. Das wird nicht gehen. Aber die können uns ja auch nicht angreifen. Die können ja keine Gebiete erobern, weil die nicht mit dem Krieg sind, da die anderen. Okay, von wo die überall hinfliegen? Naja, gut, müssen sie. Wie wir sehen, ist es nicht so mit unseren Flughäfen hier. Nehmen wir das erstmal alle über Deutschland, bitte. Euch kann ich dorthin schicken. Euch mal dort mit hin. Die 500 können wir dorthin schicken. Vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Flughafen bauen. Oder ausbauen auch mal ein bisschen. Das brauchen wir übrigens gar nicht mehr bauen hier. Das brauchen wir auch nicht bauen. Das hatte einen Sinn, dass ich das bauen wollte, ne? Für unsere verbesserte Ölversorgung. Okay, dann rücken wir jetzt hier weiter vor.
So mag ich das. Deswegen funktioniert das auch nicht mehr so wirklich mit diesen ganzen Luxemburg-Challenges und so. Weil wenn der Feind so viel Luftüberlegenheit hat, wie in unserem Fall, oder wir in unserem Fall jetzt, dann kannst du das nicht verteidigen, weil Luftüberlegenheit einfach in der Zwischenzeit wirklich spielentscheidend ist. Ohne Luftüberlegenheit gewinnst du keinen Krieg gegen Deutschland zum Beispiel, außer du hast wirklich eine Mega-Armee. Aber es ist realistisch gesehen nicht möglich. Und wir können in kürzester Zeit die letzte Doktrin freischalten und dann endlich unser Ziel durchsetzen. Die haben hier übrigens keinen Hafen, das heißt, die werden alle verrecken. Jedenfalls unser Ziel durchsetzen, mehr Truppen zu bekommen, mehr Soldaten zu bekommen, um unsere Armee weiter aufzurüsten. Vor allem natürlich auch unsere Luftwaffe, das ist mit am allerwichtigsten. Ich glaube, unsere Luftwaffe ist mit das Effizienteste, was wir gerade haben können. Ich habe so viel Basiskriegsunterstützung aktuell, ich will es gar nicht wissen, wir müssen irgendwie 1000 haben. Also durch unsere ganzen Asse, die sich gegründet oder gebildet haben in letzter Zeit. Das ist auch mutig, dass die noch Gebiete erobern. Vor allem haben die keine Versorgungswege mehr. Die sind alle abgeschnitten. Gut, Berlin stellt einiges zur Verfügung. Okay, da war die Offensive war doch ein bisschen zu optimistisch. Leider. Stärkung ist unterwegs. Was ist denn hier der Versorgungshub? Das Problem hier ist, da läuft die Bahnstrecke nach Dresden. Ah! Die Türken haben Belgien dazu gerufen, oder was? Die können das, aber ich kann es nicht, oder was? Ist doch ein Witz. 827.000, 828, 850. Okay. Auf ein neues. Dieses Mal dort oben hin. Ja, unsere Route. Es dauert leider immer ein bisschen, bis die Flugzeuge natürlich auch effektiv mit eingreifen können. Und hier in unserem Fall. Was, Berlin ist gefallen? Okay, das ging jetzt sehr schnell. Das killt jetzt aber auch endgültig die Versorgungssituation hier. So, wir schicken jetzt kurz euch dort oben hin. Euch dort oben hin. Und euch da oben hin. Alle Fälle verhindern, dass die hier weiter Truppenbewegungen machen. Versuchen hier noch ein bisschen das Einkesseln zu verstärken. Dänemark hat sich ebenfalls angeschlossen. Jetzt kommen sie alle angeschissen wieder, weißt du? Jetzt, wo es besser läuft. So, aber nichtsdestotrotz, Hauptziel ist dit hier. Und damit werdet ihr jetzt sehen, in Zukunft sind wir bei 10% maximal. Und vor allem, wenn wir es dann nachher noch hochstellen von den Bevölkerungen, die wir rekrutieren können, wenn wirklich, dann sind wir bei 15%. Und dann wird das Ganze sich deutlich verbessern. So, unsere Luftwaffe hier auch. Was? Die Türkei äußert Bedenken über die Verteidigung des Golfs. Sicherheit unserer Kolonien in den Golfmeeren von Arabien. Meinetwegen. Hoffentlich wissen die das dann auch zu schätzen. Meine türkischen Landsmänner. Unsere Luftwaffe ist nicht ganz so effizient hier. Das liegt daran, dass wir relativ hohen Widerstand haben. Wobei haben wir überhaupt nicht. Totaler Blödsinn. Ich glaube, die sind einfach nur zu aufgeteilt gerade. 178,225. Also die wehren sich wirklich mit allem, was sie haben. Das muss man ja wirklich lassen. Die wehren sich mit Mann und Maus. Aber das langt nichts. Die Amis greifen auch noch mit an von der anderen Seite. Also es langt schon scheinbar, was ich relativ faszinierend finde. Einfach angreifen, einfach drauf. Jetzt sind sie endlich gefallen. Jetzt sind die alle eingekesselt. Oh, ist das geil. Litauen hat kapituliert, das ist schlecht, das waren unsere Friends. Aber gut, man kann nicht alles haben. Also die einzigen, die sich noch raushalten, sind die Niederländer. Und die Sowjets haben generell die Arschkarte. Wir sind aber, ja, wir haben auch viele Kriege. Also das ist ja noch die Zeit der Kriege aktuell. Hier noch ein Komo muss ja auch noch fallen. Ideologisch gesehen, alles was nicht blau ist, muss blauer werden. Das ist ganz klar das Ziel der Mission. Und das nächste, oh ja, 326.000 Mann. Geil, ich bin raus für heute. Mach's gut, tschüss.